Entschuldigung, Cloud. Hat der Kapitän was gesagt? Nein. Ach. Scherer, bist du blind? Wir haben Gäste, bring den Tee. Entschuldige. Bitte keine Umstände wegen uns. Halt die Klappe, pflanz deinen Hintern auf den Stuhl da und trink den vermaledeiten Tee. Arr, ich bin so wütend. Scherer, ich bin im Hof und möbel die Bronco auf und du kümmerst dich um den Tee, alles klar? Meine Güte, so schlechte Manieren. Entschuldigung, es ist unsere Schuld. Nein, nein, er ist immer so. Ich kann nicht fassen, dass du dir das gefallen lässt. Nein, es ist wegen meines blöden Fehlers. Ich bin es, die seinen Traum zunichte gemacht hat. Was ist passiert? Hey, beweg deinen Hintern. Du bist lahm wie eine Schnecke. Da würde ja sogar der Mond anfangen zu gähnen, wenn er dir zusehen würde. Entschuldigung. Verschwend nicht so viel Zeit, den Sauerstofftank zu überprüfen. Scherer, es ist gut, vorsichtig zu sein, aber man kann es auch übertreiben. So oft wie du den Sauerstofftank überprüfst, das Ding geht nicht kaputt, nicht nur wenn die Hölle zufriert. Aber, kein Aber, du bist doch nicht blöd, mach ein bisschen zu. Tut mir leid. Da sieht's aber auch rostig aus. Kapitän, unser Traum wird wahr. Endlich wird er wahr. Wir sind so stolz darauf, am Start der Schema 26 beteiligt zu sein. Kapitän, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Alles startklar. Okay, überlass alles mir. Bin bald zurück. Alles klar, Kapitän. Erfüll unseren Traum. Danke, Jungs. Wir beten dafür, dass alles gut geht. Instrumentenanzeige, alles in Ordnung. Shinra 26 startbereit. Motorendruck steigt, Shinra 26, 3 Minuten bis zum Start, Countdown läuft. Endlich. Was ist los? Wir haben einen Notfall, im Antriebsbereich befindet sich immer noch ein Techniker. Was, wer ist das? Weiß nicht, Sprechanlage im Antriebsbereich aktivieren. Hey verdammt, welches Arschloch ist denn noch da drin? Ich bin Scherer, Kapitän, keine Sorge, mach weiter mit dem Start. Scherer? Was machst du denn immer noch da drin? Ich bin immer beunruhigt. Die Werte des Sauerstofftanks waren nicht zufriedenstellend. Du blöde Kleine. Da drin wird so heiß sein, dass von dir kein Fetzen mehr übrig bleibt, wenn wir starten. Du wirst zu einem Stückchen Kohle zusammenschmoren. Du wirst sterben. Das ist dir doch klar, oder? Das ist mir egal. Wenn ich das hier reparieren kann, wird der Start ein Erfolg. Ich bin fast fertig. Fast fertig? Du willst draufgehen? Wir müssen mit dem Countdown anfangen. Wenn nicht, schaffen wir es nicht. Motoren starten. Hey, Moment mal, Scherer ist immer noch da dran. Was wirst du tun, Sid? Falls wir abbrechen, müssen wir bis zum nächsten Start. 6 Monate warten. Verdammt, Scherer, willst du mich zum Mörder machen? Kapitän. Scherer? Tank 7 ist in Ordnung. Wenn ich mit Tank 8 fertig bin, ist alles startbereit. Na los, Scherer, beeil dich. Du wirst sterben. 30 Sekunden bis zur Zündung. Countdown läuft. Sid, vergiss es. Wir schaffen es nicht rechtzeitig. Was soll ich machen? Fünf Sekunden bis zur Zündung. Innentemperatur steigt. Oh Mann, der Mond, der Weltraum, meine Träume. Zündung durchführen. Verdammt! Wunder, dass sie bei ihrem Gewicht nicht gleich runtergefallen ist. Er hat den Notausschalter des Antriebs gedrückt, um die Mission abgebrochen, um mein Leben zu retten.
Daraufhin wurde das Raumfahrtprogramm gestoppt und der Start gestrichen. Wegen mir wurde sein Traum zerstört. Deswegen ist es okay. Mir ist egal, was der Kapitän sagt. Ich lebe nur für ihn. Kehre, du hast dir immer noch keinen Tee serviert. Entschuldigung. Los, setzt euch hin, oder ist meine Gastfreundschaft etwa nicht gut genug für euch? Die sind spät dran, wo bleibt Rufus? Hallo, lange nicht gesehen. Na, Sid, wie geht's? Ja, wenn das nicht mal der olle Palmer ist, wie lange wolltest du mich denn noch warten lassen? Und? Wann wird das Raumfahrtprogramm wieder gestartet? Hehe, weiß ich nicht. Der Präsident ist draußen. Warum fragst du ihn nicht? Zu nichts zu gebrauchen, der fette Sack. Sag nie wieder fett. Oh, Tee. Kann ich auch etwas haben? Mit viel Zucker und Honig. Und ach ja, vergiss den Schmalz nicht. Kennt mich Palmer? Ist Präsident Rufus angekommen und anzukündigen, dass das Raumfahrtprogramm wieder starten will? Oh, ich habe nicht dich angesprochen. Hey, kennen wir uns? Ist der Tee noch nicht fertig mit viel Zucker und Honig? Und vergiss den Schmalz nicht. Was zum? Du hast mich für nichts und wieder nichts aufgeregt? Warum bist du dann hier? Ich will kleiner Bronco ausleihen. Wir sind hinter Sephiroth her, aber es scheint, dass wir die falsche Richtung erwischt haben. Aber ich glaube, jetzt wissen wir, wohin er unterwegs ist. Wir müssen aber den Ozean durchqueren. Deswegen wollen wir dein Flugzeug. Erst das Raumschiff, dann die Rakete und jetzt auch noch Bronco. Shinra hat mir das Weltall genommen. Jetzt willst du mir auch noch den Himmel wegnehmen? Oh je, du scheinst zu vergessen, dass du ohne Shinra gar nicht erst geflogen wärst. Wie bitte? Entschuldigung. Hier entlang. Und wo ist Palmer hin? Du wolltest meinen Bronco benutzen, oder? Ich glaube, Palmer holt ihn gerade. Warum redest du nicht mit ihm? Warum muss ich als Leiter des Weltraumprojektes sowas machen? Los, Tiny Bronco. Dich habe ich doch irgendwo schon gesehen. Ich weiß, das Shinra-Gebäude, als der Präsident getötet wurde. Wache! Da war aber gar keine Wache. So, was mache ich? Hast zuerst. Dann gucken, ob er was zum Klauen hat. Dann könnte ich Eis dreimal ausprobieren. Oh, und Vincent hat fast Level Up. Ach, nicht Level, Limit. Nicht zu stehlen. ...1500. Heftig, heftig. Der Fette hat doch eh nichts drauf. Los, jetzt immer Vincent dann gehabt. Ich will noch mal sehen, was der denn von Limit hat. Vor allem müsste es uns ja auch wieder einen Erfolg geben. Heftig, heftig, was das an Schaden macht. So, mal gucken, ob er das noch überlebt. Oder ob wir dazu kommen, Vincents Limit-Attacke zu sehen. Ich hätte vorhin mal gehört, was ich gesagt habe, dass ich Vincents Limit sehen will. Ja, er ist noch nicht tot. Erfolg.
Wie kann das daneben gehen? Hey, aber wurde er aufgeladen? Und der bleibt gerade das Vieh. Schon wieder nicht getroffen, was ist los? Wenigstens seine Ultimate macht er. Hick. Ich muss immer an Helmut Kohl denken, wenn ich den sehe. Shinra. Power Company, was steht da? Electronic? Medienreifen, 5000 Gold. Er hält nicht. Egal, steigt alle ein. Der war schon in der Luft, als sie drauf gesprungen ist. Wer steuert denn gerade? Cloud sollte mal reinklettern. Natürlich. Da er auch im Flug schafft, drauf zu springen. Na? Notlandung. Jetzt wird's nass. Reißt euch zusammen und bleibt ruhig. Wird schon gut gehen. Der fliegt nimmer. Können wir ihn nicht als Boot benutzen? Mach, was du willst. Sid, was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung, bei Shinra bin ich unten durch und die Stadt kann ich auch vergessen. Und was ist mit deiner Frau? Was ist mit Shera? Frau, du machst Witze, allein der Gedanke ans Heiraten jagt mir kalt die Schauer über den Rücken. Und was werdet ihr tun? Wir suchen einen Mann namens Sephiroth. Irgendwann müssen wir auch den Shinra-Boss Rufus kriegen. Davon weiß ich nichts, aber... Zum Henker, ich bin dabei. Wie steht's mit euch? Mach, was du willst. Schön dabei zu sein, ihr Hohlköpfe. Hohlköpfe? Ja, wer so dumm ist, erst mit Shinra aufziehen, muss einfach Hohlkopf sein. Mir macht's Spaß. Wohin geht's? Rufus folgt Sephiroth zum Tempel des alten Volks. Wirklich? Wo liegt dieser Tempel des alten Volks? Keine Ahnung. Rufus sagte, er ginge in die falsche Richtung, also vielleicht hier lang. Wir sollten einfach ans Land gehen und fragen. Tempel des alten Volks, der Name lässt mir keine Ruhe. Wie du Tiny Bronco fliegst, klicke OK zum Einsteigen und Abbruch zum Aussteigen. Tiny Bronco kann niedrige Gewässer und Flüsse durchqueren. Spieler können auf dem Strand ein- und aussteigen. So, mal kurz gucken, was er hat. Medienreif. Geht alles hoch, außer Verteidigung und Prozent geht runter. Und dafür ganz, ganz viele Dinger. Statt 4 sind es 7. Ach halt, bevor ich ihn tausche, kann ich sein Limit gleich starten. Greift einen Gegner an.
So, mal gucken, was wir hier für Gegner haben. Ach, hier ist ja sogar was. Ich glaube, hier geht's gerade sogar weiter, wo wir gerade sind. Dort oben auf dem Berg geht's, glaube ich, dahin, wo Sephiroth hin wollte. Aber wir kommen jetzt mit diesem flachen Wasser fast überall hin. Oder was heißt fast überall? An einigen Stellen, wo wir schon waren und wo wir wieder hin könnten. Zum Beispiel die Stadt mit dem Kondor. Fort Kondor. Sagen. Okay, schon viel AP-Punkte. Ja, ich bin mir fast sicher, dass das hier war. Warte, 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 warte. Ach nö, jetzt hau nicht ab. Was ist denn jetzt plötzlich passiert? Ich kenne diese Gegend ziemlich gut. Es ist schwierig, durchzukommen. Macht euch auf einiges gefasst. Hm, irgendwas stimmt hier nicht. Du hast nicht wieder irgendwas Hinterhältiges vor, oder? Nein, es ist wirklich schwierig. Da sind sie, greift sie. Die Shinra? Nein, das sind nicht die Typen, die sind... Das sind die Typen von vorhin. Juffi, da hast du zufällig. Das wusste ich nicht, damit hatte ich nichts zu tun. Damit? Was meinst du damit? Also hattest du tatsächlich was vor? Nein, was wollen wir tun? Los, ergreift sie. Erst schnappen, dann fragen. Bodentruppen. Sie hat meine Materie geklaut. Oh, jetzt hat er ein Gewehr. Gerade gespeichert, ich hoffe ja. Was ist hier los? Ich wusste, irgendwas würde fehlen. Meine Materie sind weg. Ich bin so wütend. Sie hat es wahrscheinlich von Anfang an auf unsere Materie abgesehen. Sie scheint Richtung Norden gelaufen zu sein. Schnell hinterher, damit wir unsere Materie wiederbekommen. Geht's genau, links war Yaffis Dorf, ich erinnere mich. Aber genau hier mache ich für heute erstmal Schluss. Also dann, bis später.